Wenn du von Burgle die Aufgabe bekommen hast, den Marker at Plank Cliff fertigzustellen, dann zeige ich dir in diesem kurzen Video den Ort, wo du den Marker findest und was du an Material brauchst. Hier oben auf dem alten Brett siehst du dein Ziel, der Marker an der Plankenklippe. Von diesem Brett habe ich schon des Öfteren gesprochen, wenn ich Orte auf der Karte erklärt habe. Du siehst die große, eckige Fläche des Brettes. Nordwestlich befindet sich mein Haupthaus, im Osten beginnt die große Wasserfläche. Unter diesem Brett wohnt eine Wolfsspinne, die in diesem Bereich großzügig durchstreift und immer wieder für unangenehme Begegnungen sorgt. In diesem schwarzen, tiefen Loch schläft das Scheißvieh. Wir gehen einmal um das Brett herum, um bis zur Spitze zu gelangen. Und da kommt das Mistvieh auch schon auf uns zu. Mama! Natürlich springt sie mir gleich in den Nacken und beißt zu. Aber so nicht, mein Giftzahn. So nicht! Jetzt gibt es erstmal ordentlich mit dem Stühlchen in die Schnauze, Mistvieh. Nachdem wir unsere Meinungsverschiedenheiten mit der Spinne klären konnten, können wir ja jetzt endlich den Marker fertigstellen. Wir müssen eigentlich nur noch hier hochrennen, Vorsicht nicht am rostigen Nagel stoßen. Wir wissen ja nicht hier, ob es kleine Antibiotika gibt. Wir brauchen wieder 2 Spring, 2 Plant Fiber und ein Cloverleaf. Machen den Marker fertig und bekommen 100 Raw Science Punkte und wieder mal eine, wenn auch bescheidene, aber schöne Aussicht. Wenn du noch mehr Tipps und Tricks zum Spiel Grounded haben möchtest, dann hinterlass gerne einen Kommentar. Hat dir dieses kurze Video gefallen, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du nichts mehr verpassen willst, gerne auch über ein Abo. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.